Hervorragend. So. Wir haben ja nicht umsonst da einigermaßen aufgeräumt, dass wir uns freier bewegen können. Was hätten wir denn gerne? 30. Wir hätten gerne... Fähigkeit wird zur Rüstungsklasse addiert. Fähigkeit wird zur Rüstungsklasse addiert, verdoppelt. Das ist schön. Konditionsmeister. Ich glaube, das sollten wir jetzt echt machen. Was sagt unser Notizzettel für Konditionen? Ja, Meisterstreitkolben in Totalia, den haben wir zu lange gesucht. Das mache ich jetzt erstmal nicht nochmal. Aber Kondition. Das wäre echt wichtig. Meister der Axt. Meister der Axt. Streitkolben, Schild, Lederrüstung. Jetzt kommen die Rüstungsklassen. Jetzt kommen die ganzen magischen Sachen. Jetzt kommen die Support-Sachen. Feilschen, reparieren. Meister der Kondition. Lebt im Goblindorf im Osten Dejas. Okay. Osten Deja. Da haben wir jetzt, glaube ich, keinen Sprungpunkt, oder? Nicht so wirklich. Wir haben einen in der Grube. Genau. Beim Eingang zu dem Gebiet hier. Das heißt, hier ist ja alles tot. Wir laufen jetzt einfach ganz gemütlich hier durch die Gegend. Mit ein bisschen mehr Licht, bitte. Und gehen einfach zum Ausgang. Und wenn wir zum Ausgang rausgehen, sind wir ja in Deja. Ist doch aggressiv? Wahrscheinlich. Wenn wir beim Ausgang rausgehen, sind wir ja in Deja. Und können da dann schnell zum Goblin-Dorf flitzen. Und dann setze ich bei ihm einfach alle Punkte in Konstitution. Damit er auf jeden Fall immer überlebt. Auch wenn wir von 2, 3 Drachenhauchern getroffen werden. Nebenbei suche ich noch den Tempel der Finsternis. Müsste aber eigentlich ziemlich pompös aussehen und auch in irgendeiner Form ausgeschildert sein. Also das da waren bestimmt gerade Privathäuser. Da ging es runter ins Brutgehege, da wollen wir auch nicht hin. Ah, ups. Da ist die Taverne. Waffenhändler und hier ist der Eingang. Also Waffenhändler, Rüstungshändler, Taverne. Kein Tempel der Finsternis. Oh, stimmt, wir müssen hier noch ein bisschen laufen. Ich vergesse immer, dass es kein direkter Übergang ist von der Grube nach Deja, sondern dieses Zwischengebiet hier noch ist. Aber, na gut. So weit ist das ja auch nicht. Flitzen wir kurz durch. Du kannst währenddessen noch nicht fliegen zaubern. Das geht hier drin nämlich nicht. Aber du kannst den da zaubern. So, da ist der Ausgang. Aber... Da das hier ab und an mal abstürzt, speichere ich kurz ab. Da. Gut. 20. So, jetzt fliegen wir. Jetzt gucken wir kurz auf die Karte. Goblindorf im Osten, das wird das da sein. Alle. Alberne Harpien. Waren wir der Straße folgen, richtig? Richtig. Und Häuser abklappern. Was haben wir denn da? Streitkolben. Wir können kein Großmeister werden, weil wir noch kein Meister sind. Und Stirbgoblin. Schattenmagie-Experte, nein. Meditationsexperte, nein. Expertenlehrer, nein. Das letzte Haus, oder? Stehenmeister, nein. Ha. Das ist jetzt das letzte Haus. Und das ist das drin, genau. Konditionsmeister. Großmeister kann er leider nicht werden. Aber das wird jetzt schon ziemlich helfen. Außerdem werden die Boni jetzt hier schon verdreifacht. Also ein Paladin kriegt 3
Punkte pro Stufe. Kondition. Das heißt, ihr kriegt jetzt schon 30. Und da das Meistergrad ist, wird es verdreifacht, also 90 Punkte mehr. Was man auch hier sehen kann, Trefferpunkte 590. Vorher hatte er 476. Und die haben im Vergleich gerade mal 200. Oh, Talana hängt ganz schön hinterher. Hat aber auch wesentlich weniger Ausdauer. Also grüne Tonnen und Ausdauer, permanente Tränke sollten auf jeden Fall als nächstes zu ihr. Ist ja nicht mehr feierlich. Aber gut, wir wollen zurück. Zurückrufen, ja. Wieder da. So. Kurz Karte gucken. Da ist der Eingang. Da ist der Waffenhändler, da ist der Rüstungshändler, da ist die Taverne, Privathäuser. Du warst eine Akademie, richtig? Nee, Bank. Aber ja, den inneren Bereich hier haben wir schon abgedeckt. Da ist definitiv nicht der Tempel. Das heißt, wir springen jetzt einmal rein und werden dann, ich glaube, hier rauskommen bei diesen vier Gebäuden, die alle relativ wichtig aussehen. Und was war hier in der Mitte? Das sollten wir uns mal angucken. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass da noch Gegner waren. Weil wir halt einfach letztes Mal umgekehrt sind, weil wir dachten, das brauchen wir ja eh nicht. Ja. Gebufft sind wir? Nein, wir haben noch kein... Das da. Und weg. Das sind sehr viele Gegner. Ja. Warte mal, wir machen einen kleinen taktischen Rückzug, machen uns unsichtbar und gucken uns dann um, wo wir am besten töten können. Und ob es hier überhaupt Sinn macht, was zu töten. Also ja, also der Feind, das macht immer Sinn, aber... Kinkerle ziehen. Ja, das muss nicht unbedingt sein. Also hier unten ist schon mal ein Weg runter, das könnte wichtig sein. Kinkerlitzchen Erdmagie. Oh, warte mal. Hallo? Geschlossen. Ich will mein Telekinese noch haben. Aber, warte mal, war es eine oberste Gilde oder war das eine Meistergilde? Oberste Gilde der Erde. Ja, also hier müssen wir eigentlich auf jeden Fall aufräumen, allein schon, um immer wieder zur Gilde zu kommen. Das heißt, du stirbst jetzt. Wow, wow, hey, hey. So. Das war nicht der Plan. Und einen armen Koppel erschossen. Du. Und Tote vernichten den da. Au. Ja, den hat man fast kommen sehen, ha? Huh? So, lauf. Schön zickzack laufen. Da kommen nämlich überall Drachen oder mal geflogen. Wow, okay. Ich werde sie alle töten. Kein Heiltrank. Geschafft. Und das reichte nicht. Also nochmal. Weil er hat ja auch keinen ordentlichen Wert in Alchemie. Der hat jetzt nur 10 Punkte, der Trank. Okay, Heilung, Gerogon, Heilung. Kaschan, du bist ein Paladin. Wir haben dich extra drauf geskillt, dass du heilen kannst. Minus 5, okay, minus 6. Du... Heil sie. Na endlich. Das wird jetzt eine Weile dauern. Ich hoffe mal, kein Gegner kommt um die Ecke und zaubert einmal. Dann hätten wir ein Problem. So. Du heilen. Okay. Wow. Und du vernichten den da. Und Tote vernichten, den da.
Untote vernichten. Ich sehe gar keinen Untoten. Doch da. Du bist der falsche Char. Ich werde sie alle. Ah. Nein, 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 nein. Obwohl ihr besiegt. Obwohl ihr besiegt worden seid, habt ihr den Tod betrogen und unser ganzes Gold verloren. Nicht gut. Gar nicht gut. Das war auch eine echt garstige Ecke. Na gut, buff mal durch. Du, das, du. Das. Wir können keine NPCs einsacken, weil wir kein Gold dafür haben. Du machst bitte nochmal das da. Und Lay macht gleich noch Schutz vor Magie und das Auffangen. Du das da. Du probierst mal das da und du zauberst jetzt den und schon sind wir sichtbar. Okay. Oh, ich springe mal ganz kurz ins Land der Riesen. Damit wir den Punkt hier neu setzen können, weil das wäre ärgerlich, hier nochmal hinlaufen zu müssen. Nur weil ich verpennt habe, den Punkt zu setzen. So, du. Setzen. Lanterriesen. Dann wurde noch. Oh. Repariert. Dann wurde noch angemerkt, dass sie hier den Umhang hatte, Lichtzauber verstärkt und einen Ring. Und dass die eventuell nicht stacken. Deswegen gebe ich den Ring mal an sie hier. So. Noch irgendwas? Rüstungen sind soweit heil. Wahrer Intellekt, was ist meine Liste? Intellekt hat bisher Luna und Talana. Okay, bekommt jetzt auch noch Lay. Schreibe ich kurz auf. Lay. Int. Schwarze Tränke haben wir sonst. Keine mit permanenten Attributen. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Weg, kann weg. Das kann kurz verzaubert werden. Tresor sieht dann gegen Schlaf. Ja, nee. Ist nicht so wirklich toll. Sonst noch Vorbereitungen? Du kannst noch mal kurz das verzaubern. Intellekt plus 10, wir können auch weg. Okay, also Buffs sind durch. Irgendwie vermisse ich da unten einen. Den da. Schutz von Magie ist aber da. Also, passen alle durch. Wir springen zurück. Zurückrufen in die Grube. Machen uns hier jetzt unsichtbar. Und gehen wieder zurück. Und hoffen uns diesmal so zu positionieren. Warum sind wir nicht unsichtbar? So, wegen dem Teleporter. Ja, okay. So. Jetzt würde ich mich gerne so positionieren, dass ich... Ich könnte die alle wegprismaren. Ja, warte mal. Vier, zack. Du zaubern Implosion auf die da. Du schießt auf die da. Das tut irgendwie. Du machst Prisma. Dabei fällt mir jetzt auf, die könnten gleich zwei auf einmal einen Drachenodem schmeißen, hätten wir ein Problem. Das heißt, ich mache jetzt nur ganz kurz das da und dann... Ich werde sie auch. Laufe ich weg und bin tot. Obwohl ihr besiegt worden seid. Nicht gut. Echt nicht gut. Und ich glaube, damit beende ich auch erstmal die Folge. Ich sollte mir echt merken für die Zukunft, niemals nicht rundenbasierten Modus benutzen, wenn Kreaturen in der Nähe sind, die Drachen oben umschmeißen können. Wir erhöhen mal das da. Und wir erhöhen... Ich bin echt unzufrieden mit dir. Um die Wahrheit zu sagen, bin ich jetzt ganz kurz davor, ein ganz neues Spiel anzufangen mit einer bösen Gruppe.
Einfach nur, weil ich mit dieser Gruppe nicht ganz so zufrieden bin. Aber das ist ein Standardphänomen bei Might & Magic. Jedenfalls für mich. Dass wenn ich merke, dass irgendwas nicht so gut läuft, dann mache ich einfach eine ganz neue Gruppe und versuche, den Fehler auszumerzen. Und dann hat die nächste Gruppe wieder irgendeinen Fehler. Ja, so lernt man dazu. Haken ist halt, wenn zwischen den Versuchen mehrere Monate oder Jahre liegen, dann vergisst man halt, was man vorher falsch gemacht hat. So, Lichtmagie. Und du kriegst 2 Punkte pro Konditionspunkt. Das rechnet sich nicht so wirklich hoch, oder? 2, 5, 3. Und 4 Punkte. Ich glaube, ich erhöhe das doch mal bei jedem so auf ein paar Punkte. Du hast Kondition noch nicht mal. Oh, vielleicht kannst du es auch gar nicht. Ja, das ist ein Argument. Aber ja, wegen den falschen Klassen. Ich wüsste jetzt nicht bei ihr, was ich einigermaßen gut steigern könnte. Ich könnte Luftmagie steigern, aber sie hat halt immer nur Implosionen. Kein Sternfeuer, keine andere Sachen. Aber ja, bleibe ich einfach mal dran. Also Luft, 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 Luft. Müsste jetzt ja sehr viel mehr Schaden machen, eigentlich. Und bei den beiden erhöhe ich immer wieder Licht, damit die Buffs auch stärker werden. Weil ich denke, die Buffs werden am meisten rausreichen später. Vor allem resistent gegen alles. Das müsste ja abhängig sein von der Fähigkeit, richtig? Schon wieder kaputt. Genau, hat jetzt 12 Resistenz gegen Feuer. Wenn du jetzt... Welche Stufe bist du in Licht? Du bist 14. Du bist nur 12. Okay, also mach erstmal mit der 12er. Du machst Resistenz. Schon hat er jetzt 102. Wenn sie jetzt drüber zaubert, wird das denn überschrieben? Ja, wird es. Und es sind nochmal 15 mehr. Und so hoffe ich halt, dass wir besser geschützt werden. Und auch, dass die Attribute höher sind, weil halt höhere Skills da sind zu buffen und so weiter. Und dass wir denn dadurch länger überleben. Weil so macht das keinen Spaß, wenn man 5-mal getroffen wird und tot ist. Aber ich sollte mich vielleicht einfach nicht so in die Gruppen stellen. Egal. Ich mache jetzt einen kleinen Cut. Und wir sehen uns dann gleich wieder, wo wir versuchen, einfach nicht alles zu töten, sondern einfach nur das machen, was wir machen sollen. Wir sollen ja eigentlich nur reinlaufen und ein Altarstück nehmen. Wir sollen nicht die ganze Stadt der Nekromanten auslöschen. Also bis gleich.